Über drei Viertel der Menschen in Deutschland leben und arbeiten in Städten, Tendenz steigend. Einen Großteil unserer Zeit verbringen wir heute in geschlossenen Räumen, an Bildschirmen und Smartphones. Viele von uns haben nur noch selten Kontakt zur Natur. Artenreiche Gärten, Parks und Grünzüge bieten einen wichtigen Ausgleich im Alltag. In ihnen können wir durchatmen. Stadtnatur hat viele weitere positive Aspekte. Stadtnatur fördert unsere körperliche Gesundheit. Sie mindert das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und regt zu mehr Bewegung an, etwa zum Joggen im Park oder Stadtwald. Stadtnatur stärkt unsere psychisch-seelische Verfassung. Sie verringert Stress und Depressionen und kann unsere Kreativität steigern. Stadtnatur unterstützt unser soziales Miteinander, bringt unterschiedlichste Menschen in Kontakt und regt zum Beispiel unser Einfühlungsvermögen an. Wer sich mindestens 2 Stunden pro Woche im Grünen aufhält, verbessert nachweislich die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden. Das ist besonders dort wichtig, wo sehr viele Menschen auf engem Raum leben. In den Naturbewusstseinsstudien des Bundesamts für Naturschutz kommt eigentlich seit 10 Jahren das skandalöse Ergebnis heraus, dass die sogenannten benachteiligten oder bildungsbenachteiligten Schichten weniger Zugang zur Natur haben. Und zwar sowohl im tatsächlichen Sinne, aber auch vielleicht noch mehr im mentalen Sinne. Nur Grünflächen alleine reichen nicht, sondern man muss den Menschen gewissermaßen auch einen mentalen Zugang dazu verschaffen. Natur im unmittelbaren Wohnumfeld tut uns gut. Straßenbäume etwa binden Luftschadstoffe, mindern Lärm, geben uns ein Gefühl von Sicherheit und mehr. Wir wissen, dass gerade in Städten das Risiko für Depressionen erhöht ist. Und hier kann die Nähe zu Straßenbäumen eine naturbasierte, einfache Lösung sein. Dies konnten wir in einer großen Studie in Leipzig zusammen mit der Universität Leipzig zeigen. Hier haben 10.000 Erwachsene teilgenommen und wir konnten zeigen, dass die Dichte von Straßenbäumen im direkten Umfeld, in 100 Meter Entfernung von der Haustür, mit einem verringerten Risiko einherging, Antidepressiva verschrieben zu bekommen. Für die persönliche und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist Naturkontakt ein besonders entscheidender Faktor. Ein offenes Angebot zum freien Spiel in der Stadtnatur machen die Berliner Naturerfahrungsräume. Städte haben mittlerweile wenig Freiräume. Wenig Räume, wo Kinder aus sich heraus agieren können, sich bewegen können und spielen können. Und diese Naturerfahrungsräume bieten genau das: freies, selbstbestimmtes Spiel von Kindern ohne Beaufsichtigung von Erwachsenen, sodass sie sich frei bewegen können und aus sich heraus Spiele auch entwickeln und damit ganz wichtige Kompetenzen für ihr Leben entwickeln können. Naturerfahrung für Kinder ist deshalb so wichtig, weil in der Kindheit die emotionale Bindung zur Natur eigentlich hergestellt wird, wie auch zu anderen Menschen. Also es prägt uns unser Leben lang und ist einfach eine Ressource, die immer da ist dann. Dass Menschen in der Großstadt wieder bewusst mit der Natur in Kontakt kommen, unterstützen auch die Naturbegleiter in Berlin. Also die Naturbegleiter, das ist ein Projekt des Stiftung Naturschutz Berlin, die sich zum Ziel gesetzt haben, Menschen mit wenig oder gar keinem Naturkontakt wieder die Möglichkeit zu geben, Naturkontakt aufzunehmen, Naturkontakt herzustellen und sie dabei zu begleiten. Das Angebot richtet sich insbesondere an Familien, an Alleinerziehende, an Paten mit Kindern und an viele andere Gruppen in herausfordernden Lebenslagen. Unter anderem deswegen, weil das einfach ein wahnsinnig tolles Entlastungsangebot ist und Natur wieder zur Alltagsroutine werden kann, Menschen Natur wieder in ihren Alltag einbeziehen. Die positive Wirkung von Naturkontakt wird mittlerweile auch in der Medizin gezielt genutzt, zum Beispiel in Therapie- und Heilgärten wie dem des FAMED-Klinikums in Hattingen. Wenn wir Menschen betrachten, die in Therapiesituationen, in Pflegesituationen sind, dann entziehen wir diese natürlich zwangsmäßig in hohen Maßen der Natur. Von daher ist das erste Ziel und wieso Gartentherapie wichtig ist für erkrankte Menschen, dass wir überhaupt erstmal versuchen, einen Naturkontakt möglichst zu erhalten, zu schaffen und zu fördern. Dieser Garten ist natürlich vor allem ein Park. Ganz wichtig aber für diesen
Gartenpark ist, dass er ein wenig das liefern soll, nämlich den Patienten auch zur Ruhe kommen. Ein wenig Abstand, ein wenig Natur erleben, anstelle nur von Therapieumgebung erleben. Naturnahes Grün wirkt sich positiv auf unser Wohlbefinden aus. Stadtnatur hilft aber auch unseren Städten, sich an Klimaveränderungen anzupassen. Mit dem Wachstum unserer Städte, dem voranschreitenden Klimawandel und der Corona-Pandemie steigt die Bedeutung von Stadtnatur in Zukunft weiter. Die Menschen haben gewissermaßen noch mehr verstanden, dass der Naturzugang etwas mit dem guten Leben zu tun hat. Und sie haben gemerkt, dass es nicht nur ein luxuriöses Leben gibt, nicht nur gute Werte, nicht nur gute Beziehungen, dass es auch so etwas gibt wie gute Orte, in dem die Menschen in einer Art von Resonanz gleichsam aufleben können und eben gut leben können. Insofern glaube ich, dass dieser Zug nach draußen eher zunehmen wird. Deshalb lassen Sie uns gemeinsam artenreicher leben.